Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave und ich habe diesen verdammten Leech endlich getötet bekommen. Ah. Und diesmal sogar ohne Leben zu verlieren, das fand ich auch sehr erstaunlich. Und zwar, meine Taktik war einfach, ich bin hier reingegangen, habe einmal geschwungen, zweimal und dann als... Moment, wenn man ja so eine Dreier-Kombo macht, dann lässt man ja immer so ein Boom, dann explodiert es ein bisschen und es macht ziemlich viel Schaden. Und ich bin halt so hier reingelaufen, dass es genau zu dem Zeitpunkt, als der Leech gespawnt ist, ich die dritte Attacke gemacht habe, dass er jede Menge Schaden genommen hat. Dann habe ich mich schnell verteidigt. Er hat halt seinen Burst-Angriff gemacht, der in alle Richtungen geht, und dann habe ich noch einmal zugeschlagen, er war tot. Das Mal davor war so deprimierend, da hatte ich ihn getötet und bin dann eine Sekunde später gestorben, weil er ja den Gift-Effekt auf mich gewirkt hat. Also das ist kein Gift, das ist das Schwarze, aber das funktioniert ja genau wie Gift. Da habe ich mich geärgert. Aber hey, ich habe es geschafft. Mal schauen, vielleicht werde ich ja im nächsten Raum jetzt direkt schon wieder sterben. Wir werden sehen... Oh. Nicht noch so ein Leech. Stirb, bitte. Danke. Ja, komm, du bist keine große Herausforderung, aber Lieche. Boah, ich habe jetzt einen Hass auf Lieche. Das ist unglaublich. Okay, was wartet hier auf mich? Noch mehr Lieche. Ah, cool, aber ich kann sie schon vorher ausschalten. Indem ich einfach die Albe töte. Wenn ich den treffe. Okay, komm. Stirb doch endlich. Danke. 600 Schaden. Wow. Krass. Okay, aber gut. Die Lieche konnten nichts. Ich nehme alles zurück. Also, wenn die Lieche zuerst anfangen, ihr Skelett zu beschwören, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das sollen sie gerne machen. Dann kann ich sie ausschalten. Aber der eine Lieche, das war einfach nicht schön. So, ich glaube, ich kam von da und muss hier hin. Jawohl. Ne, Berserker sind immer... Okay. Skelette sind auch okay. Solange die zugehörigen Beschwörer nicht da sind. Ja, komm. Die Tür nervt ein bisschen. So. Ich mag dann auch nicht mal so in den Reihenraum stürmen. Man weiß nämlich nie, ob da oben irgendwo Assassinen sitzen oder sonst irgendwas kommt. Hm, okay, das scheint mir wieder eine Art Teleporter zu sein. Dann werden wir da mal reingehen. Was? Oh Gott. Okay. Oh, das ist ja... Das habe ich gar nicht gesehen. Der hat geschlafen, oder wie? Ha. Na gut, na gut. Alles kein Problem. Da unten waren wir gerade. Oh, da baumeln noch Skelette. Sehr morbide Deko. Wirklich, wirklich. Links oder rechts? Okay. Ich gucke mir erstmal den Raum so ein bisschen an. Vielleicht ist die andere Tür auch wieder verschlossen. Nein, ist sie nicht. Ich würde mir erstmal diesen Berserker. So. Okay, da wollen wir durch. Potenziell. Aber das ist momentan noch versperrt. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal... Okay, das haben wir gerade aktiviert. Ich dachte schon. Dann gehen wir hier erstmal nach oben. Ey, die haben gerade die Zugbrücke hochgefahren. Was soll der das? Was soll der Mist denn? Okay, dann kommen wir hier definitiv erstmal nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich auf der anderen Seite hoch, um die Zugbrücke hier runterzulassen. Oder so. Aber jetzt bin ich voll motiviert, ein Level fertig zu... Ja, genau, hier ziehen sie gleich die ganze Treppe hoch. Auch gut, ein Checkpoint. Immerhin, ich werde zwar Geld verlieren, wenn ich sterbe, muss das Ganze nochmal machen, aber das müsst ihr da nicht miterleben. Okay, da ist zu... Hä? Ja, ist klar, was kommt jetzt? Komm, der will noch hier irgendwas reinschicken. Der kommt doch bestimmt wieder... Okay. Ja, gut, ich dachte schon. Erst werfen sie Gold runter und einen Heiltrank und dann kommen aber Bomben. Okay. Damit hätte ich eigentlich direkt von Anfang an gerechnet. Oh ja, ist klar. Oh, guck mal, wie viel Schaden die gemacht hat. So, bevor jetzt irgendwas passiert, Heiltrank trinken. Schnell, 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 schnell. Das ist ja das Problem. Beim Heiltrank trinken ist man so verwundbar. Da ist die Tür aufgegangen.
Ach komm, wir haben so viele. Ich trinke auch noch ein bisschen, obwohl sich das nicht lohnt. Gerade eben hatte ich 12 Heiltränke, hallo? Das ist mehr als genug. Ich glaube, da unten waren wir auch schon. Sollten wir schon gewesen sein. Ah, noch ein Teleporter. Und noch mehr Gold hinter der Ecke. Das war ja klar. Ich glaube, da unten dürften wir auch schon gewesen sein. Oh, diesmal kein Gold, sondern ein Elite-Assassine. Auch nicht schlecht. Und hier das Rad. Hallo? Dankeschön. Das Rad können wir bedienen. Ich möchte mich aber erstmal noch kurz hier umschauen. Ach, jetzt sind wir wieder hier in dem anderen Raum. Guck mal an. Okay, dann können wir vielleicht da die Brücke wieder runterlassen. Nein! Auf der anderen Seite geht die Treppe runter. Okay, dann gehen wir halt wieder auf die andere Seite. Komm, verbrennen, dankeschön. Ne, da oben die Brücke ist immer noch da, okay. Also klar, da ist sie so oder so, aber sie ist immer noch oben, das wollte ich damit sagen. So, jetzt müssten wir hier ja eigentlich... Hey, da drüben. War ja klar. So, jetzt schnell. Genau, das Feuer erledigt den Rest. Das ist halt das Schöne am Flammenschwert. Man muss nicht den Gegner komplett alleine eliminieren. Wenn das so Assassinen sind, die dann zurückgehen, dann bleibt man einfach da, verteidigt sich und wartet darauf, dass das Feuer den Rest macht. So, okay, da ging was zu. Okay, okay, aber wir können noch durch die Tür hier, oder? Wie ich... Okay. Teleportieren, dann nicht. So, erstmal muss ich bitte den Assassinen. Schnell, bevor der Licht kommt. Schnell, 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 schnell. Okay, okay, okay. So, vielleicht schaffen wir es ja, den Alp auszuschalten. Nein, tun wir nicht. Aber wir schaffen es, den nicht zu töten, ohne dass er uns vorher tötet. So. Kleine Verschnaufpause. Okay, die Deko ist wirklich interessant. Was soll denn das darstellen? Sollen das irgendwelche getrockneten Schwänze von irgendwelchen Kreaturen sein? Ich meine, da haben wir einen Skorpionstachel. Da links irgendwas. Sieht auf jeden Fall sehr bizarr aus. Und das ist wieder das Symbol. Das ist anscheinend das Zeichen von Mordessa. Okay, ja, also... Haben wir da oben nicht schon? Nein, oder? Ach nein, da müssen wir dann mit der Brücke rüber wahrscheinlich. Okay. So, damit haben wir jetzt zwei Optionen. Entweder wir machen die Tür auf oder... Die Brücke geht runter. Die Brücke geht runter. Damit kann ich... Oh, habt ihr es gesehen? Habt ihr gesehen, wer da lief? Das war kein normaler Gegner. Das war Mordessa. So, aber ich will wissen, was hier hinter der Tür ist. Vor allem fehlt uns noch eine Menge Gold, ne? Also, 225 ist schon eine Hausnummer. Gehen wir erstmal hier hoch. Was anderes Sinnvolles können wir gerade ja eh nicht machen. So. Da ist sie. Mordessa. Genau, jetzt geht sie da durch. Okay, aber wir gucken uns erstmal hier oben um. Was? Vor allem schnappt sie euch. Die wissen schon, dass wir hier als Let's Player mit Zuschauern unterwegs sind. Nicht nur alleine. Ich will nicht wissen, was das für Gegner sind. Ich will nicht wissen, was das für Gegner sind. Das klang wie ein Berserker. Wir nehmen doch Schaden, wenn wir hier runterspringen, oder? Okay, nein. Nicht, wenn wir auf der Bank landen. Keine Gegner? Nein. Auch nicht da unten? Anscheinend nicht. Aber die Tür ist offen. Berserker-Zerstörer. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Seht ihr diese Treppe? Wenn wir jetzt hier hochlaufen. Dum-di-dum-di-dum. 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 Irgendwie kommen wir nicht höher, kann das sein? Nein, hier geht's kaputt. Okay. Dum-di-dum-di-dum. Und das ist genau dafür da, dass wir merken. Hey, die Treppe ist verzaubert. Wir laufen im Kreis und wir kommen nicht höher.
Na? Okay, die Kamera wird zurücksetzen. Na gut, dann gehen wir mal wieder runter. Und ich kann mich noch erinnern, oder ich meine zumindest mich zu erinnern. Okay, wir haben den... Ah, okay, hier ist ein Schalter. Wenn wir den drücken, dann können wir den Zauber auflösen. Das haben wir in diesem grünen Tor gesehen. Und jetzt können wir in die Treppe komplett hochgehen. Aber es fehlt immer noch jede Menge Gold. Hey, da drüben. Ach nö. Tja, mein Feuer ist wohl stärker als deins. Ein bisschen Schaden haben wir genommen. Ach, 10 Heiltränke, das lohnt sich jetzt einfach einen zu nehmen. Hallo? Keine Gegner da? Das wundert mich. Okay, so. Es geht immer weiter nach oben. Da unten waren wir. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen runterfalle, weil dann beiße ich mir wirklich in den Hintern. Und da hoch wollen wir vermutlich. Okay. Aber das sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Vermute ich. Da ist eine Tür. Okay. Aber ich will noch mal gucken, ob hier nicht irgendwo Gold versteckt ist. Ich finde es schade, dass hier kein Gold versteckt ist. Ich mag Gold. Na gut. Anscheinend nicht. Aber eine schöne Aussicht. Naja, wobei, so schön ist die Aussicht hier auch nicht. Ich wollte gerade nur sagen, schöne Aussicht, aber... Ist ja relativ karg hier, ne? Ich meine, gut, die rotierenden Wolken sind schon einen Anblick wert. Wenn ich sowas mal im echten Leben sehen würde, dann würde ich Angst haben, dass da ein Tornado runterkommt oder so. Wobei bei der Größe, das wäre schon ein bisschen mehr als ein Tornado. Aber an sich, ich glaube, das wird auf Dauer eintönig. Zeit ist gekommen, Vatar. Vereine dich mit mir. Damit wirst du niemals davonkommen. Ja, da ist Yasindra. Jetzt müsst ihr sterben. Muss ich das? Okay, wir haben einen Checkpoint aktiviert. Das ist schon mal gut. So, und bevor wir... Oh, da unten ist ein Edelstein. Das ist schön. Fährt sie runter? Ja, sie fährt runter. Bevor wir jetzt hier irgendwie Mordessa bekämpfen, möchte ich erstmal hier alles einsammeln. So, dann haben wir noch einen Smaragd und einen Saphir. Und jetzt fehlt nur noch ein bisschen. Okay, die ist sowieso da oben. Da unten ist ja noch der Saphir, aber es fehlt irgendwie noch 20 Gold ansonsten. Hallo, kannst du da nicht runter? Was mache ich denn, wenn ich keine Pfeile mehr habe? Das kannst du mit mir nicht machen! Und wie sie das kann. Da ist sie. So, jetzt können wir Mordessa im Nahkampf bekämpfen. Okay, die macht relativ viel Schaden. Wo ist sie denn hin? Ach, da oben schon wieder. Ja, versteck dich ruhig. So, ich nehme mal den magischen Bolzen. Aua. Ja, also ihr seht, der Kampf ist gar nicht mal so kompliziert. Aber ich sollte trotzdem einen... Nein, 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 es ist doch zum Mäusemelken. Wo ist sie denn jetzt hin? Okay, sie brennt noch. Ich habe die Taste für den Heiltrank gerade eben nicht gefunden. Oh, sie ist tot. Cool. So, wir gehen jetzt da runter, weil... Okay. Das Ende war jetzt komisch. Es wurden 570 von 650 Gold. Also, wir haben den Saphir nicht mehr aufgesammelt, warum auch immer. Ich dachte, wir müssten einfach runterspringen. Okay. Keine Ahnung, vielleicht spiele ich das Ende nochmal und zeige es euch dann. Aber wir haben den Level erstmal geschafft. Das ist schon mal einiges. Und anscheinend haben wir versagt. Wir haben zwar Mordessa getötet, aber sie wurde geopfert. Und ja, die neue Mission ist Vatar in Arkmoor. Also wurde er anscheinend erfolgreich beschworen. Ja, und wir haben einen neuen Gegenstand gefunden. Das ist die letzte Waffe, die wir kriegen können. Und zwar Mordessas Schwert. Den haben wir Mordessa abgenommen. Eine magische Waffe aus der Unterwelt. Das Schwert ist allerdings nicht besonders stark, aber dafür kann man damit sehr, sehr schnell kämpfen.
Das kann ich euch ja mal kurz zeigen, außer jetzt kommt eine Zwischensequenz. Nein, kommt sie nicht. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz nach in die Mission hier, einfach um das Schwert einmal kurz zu demonstrieren. Aber allein, dass es schon günstiger ist als die Feuerklinge, sollte zeigen, dass es nicht so gut ist. Also es ist zwar ganz nett, dass man das bekommt, aber es bringt nicht so viel. Also im Vergleich zum Feuerschwert auf jeden Fall. So, jetzt sind wir hier. Das ist Modessas Schwert, mit dem hatte sie ja gekämpft. Diese Blitz hat mich einmal getötet. Aber wenigstens waren sie so nett, einen Checkpoint in dem Kampfgebiet zu machen. Dass ich nicht alles nochmal machen musste. Das ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal, wie effektiv das Schwert ist. Also ihr seht, nicht besonders effektiv. Ich kann relativ schnell damit angreifen, wobei auch nicht viel schneller als mit dem Flammenschwert, aber das lohnt sich halt einfach nicht. Deswegen springen wir in die Lava, nehmen ein angenehmes warmes Bad und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!